herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Sunny Side of Life. Wir machen heute Kartoffelpuffer und brauchen dafür lediglich zwei Zutaten sowie ein paar Gewürze und Öl zum Ausbacken, nämlich Kartoffeln, etwas Speisestärke zum Abbinden, Salz, Pfeffer, Muskat und wie gesagt das Öl. Wir beginnen damit, dass wir die Kartoffeln schälen und wie ihr seht, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt. Ich habe ein paar Gnome angestellt. So schön, wie man unsere unterschiedlichen Techniken sieht. Mal abstimmen lassen oder so. Genau. Was benutzt, welche Technik ist eure Technik? Schreibt in die Kommentare. Wie schält ihr? Genau. Wie schält ihr denn Kartoffeln? Ich schäle gar nicht. Ich esse sie einfach mit Schale. Ja, wenn, oh ja, wenn das möglich ist, mache ich das aber auch, ey. Kartoffeln sind jetzt fertig geschält und meine Gnome sind jetzt entlassen. Dankeschön! Bitte! Die Kartoffeln jagen wir jetzt einmal komplett durch eine Küchenmaschine. Ihr könnt das natürlich auch per Hand reiben, aber jo, die Zeit musst du erstmal haben. Wenn ihr das Gefühl habt, dass die Masse zu feucht ist, könnt ihr es auch noch ein bisschen abtropfen lassen. Andernfalls einfach mit ein bisschen Speisestärke oder Mehl abbinden. Ihr könnt auch Knödelpulver nehmen, wenn ihr das lieber mögt. Jetzt würzen wir das Ganze noch etwas. Ach ja, Kartoffeln und Muskat, eine Liebe, die nie endet. Und jetzt wird das Ganze gut miteinander vermischt. In meinem Fall ist die Masse jetzt etwas zu trocken, beziehungsweise es fehlt die Bindung. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich festkochende Kartoffeln benutzt habe, statt mehlig kochende oder vorwiegend festkochende. Das heißt, ich habe mir jetzt ein bisschen veganen Eiersatz geholt und mache ungefähr 4 Eier dran. Und das Ganze erneut etwas kneten. Konsistenz scheint jetzt aus meiner Sicht okay zu sein und jetzt müssen wir das Ganze nur noch ausbacken. Wir essen gerne zu den Kartoffelpuffern selbstgemachtes Apfelmus oder auch Apfelmark. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir ein paar Kommentare. Würde mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.